Wer sich einen Regenwurm genauer anschaut, sieht, dass sich an seinem schlauchartigen Körper einzelne Teile wie Ringe aneinanderreihen. Von diesen Ringen, auch Segmente genannt, hat er 60 bis 180 Stück. Wenn der Wurm wächst, kommt ein Ring hinzu. Fast alle Ringe sind gleich aufgebaut. Durch den gesamten Körper des Regenwurms ziehen sich Muskeln zur Fortbewegung und Nervenknoten für den Tastsinn und die Wahrnehmung von Licht sowie Verdauungsorgane. Außer der ersten drei und des letzten Segments haben alle auch ein Ausscheidungsorgan. Nur das erste Segment hat jedoch einen Mund zur Nahrungsaufnahme. Teilt man einen Regenwurm in zwei, werden zunächst beide Enden weiterkriechen. Das liegt an den Nervenknoten, die dem Regenwurm ein Fluchtsignal geben. Überleben kann aber nur der vordere Teil, denn nur über den Mund kann der Regenwurm Nahrung aufnehmen. Den Hinterteil kann er ersetzen, indem er neue Ringe bildet. Um seine ursprüngliche Länge zu erreichen, braucht der Wurm etwa eine Woche. Die Wunde wird zunächst mit einer Wundschicht verschlossen. Aus Darm und Haut wandern dann Zellen ans Wurmende, um dort die neuen Ringe zu bilden.